Hallihallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Leagur of Legends Season 7 Winket. Und ich möchte gerade mein Ingame-Audio schon mal hochstellen. So. May I admit, don't ban Varus, I play him, thanks. No sorry, I go mit. Okay. Alles. Bis auf die Chips, die wir nehmen wollen. Obwohl, das wäre auch kacke. Wir müssten die ja gezwungenermaßen auch welche von unseren Champions nehmen. Wenn einfach irgendetwas. Scheißegal. Kein Heilmittel für Nacht. Wir sind aber jetzt schon leider sehr AD-lastig. Also schauen wir mal, was bei raus. Ach, die Mitte kommt erst nach mir. Rieche ich da Angst? Bitte kommt ihr erst nach mir. Wir haben übrigens 5 Siege und 3 Niederlagen, glaube ich, jetzt momentan. Meine, das wird hinhauen. Die Sache ist die, wir können jetzt maximal nur noch 5-5 spielen, also ausgeglichen. Wir können zumindest nicht mit einer negativen Bilanz eingerankt werden. Das finde ich super. Damit bin ich jetzt schon 2 Siege höher als in der letzten Season, glaube ich. Weil ich meine, das kann man auch nachgucken. Ich weiß es allerdings nicht. Oh. Ich habe gerade eh nichts zu tun. Land nehme ich nicht. Dum. An deiner Stelle würde ich den Kopf einziehen. Videomanager. Die haben First Pick, okay. Playlist. Bottle. Event, Dishonored, Horrorboard, Atlas. Ich muss picken. Die Sache ist, was picke ich? Ich weiß es nicht. Die haben Varus. Picken wir mal Saha. Das Vergessen wartet. Kam leider zu spät. Egal. Wait, what? Ah, hier war ich, okay. Wir sind Evil 7 Teaser. Battleborn, mehr Battleborn. Leagur of Legends Ranked Season 6, da haben wir es doch. Ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, ob ich hier schon 1, 3, 4. Da steht ja sogar nummeriert da, brauche ich gleich nachzählen. 10. So, einmal kurz stumm schalten. Und da hat einer geliefert. Okay, passt schon, dass ich es nicht gemerkt habe. Ich weiß jetzt halt gar nicht, ob ich hier schon eingerinkt bin oder nicht, muss ich zugeben. Mein 11. So, sehe ich jetzt aber gerade auch nichts. Die Qualität dürfte jetzt übrigens besser aussehen. Ich habe es mir mal im letzten Part nochmal angeguckt. Am Ende seht ihr ja, wie ich so ein bisschen rumbastel. Es dürfte besser aussehen. Ich hoffe es zumindest für euch. Und ich sehe es nicht. Ich habe es gar nicht eingeblendet oder notiert, merke ich gerade. Schade eigentlich. Ich weiß, im späteren Verlauf hatte ich die Sachen eingeblendet. Da hatte ich auch dieses Overlay mit drin. Also ab Part 62 habe ich, glaube ich, dann dieses Overlay mit drin. Für die, die mal wissen wollen, wie es aussieht. Season 6, ab Part 62 sollte es in jedem Part drin sein. Rieche ich da an? Ich
falls da also Interesse besteht. Falls ihr das mal sehen wollt, wie es aussieht. Falls ihr das einfach mal selbst testen wollt, wie es aussieht, dann ladet euch das Ding einfach runter, das Overlay, und guckt einfach mal. Heißt LOL Replay 2. Habe ich jetzt echt gerade 2 Abonnenten bekommen? Oh, Tatsache. Wow, wer hätte das gedacht? Normalerweise mache ich nur noch Minus-Abonnenten. Egal. So, wie sieht es jetzt hier mittlerweile aus? Malzahar-Ban, Katharina-Ban, Rengar, K6, LeBlanc. Ja, das sind so die Standard-Banks. Darius ist jetzt so eine... Ja, gut. Kann mies sein, muss es aber nicht. Und Lee First Pick im Gegnerteam. Ich weiß jetzt natürlich absolut nicht, welchen AC ich bekomme. Ist schon ein bisschen blöd an dieser Stelle. Aber es ist halt so. Die Aufnahme geht schon 6 Minuten und wir haben noch nichts gesehen außer Champion Selection. Das ist scheiße. Das ist Hardcore scheiße. Ich hasse es, wenn die Graves Jungle picken. Ich hasse es. Jetzt weiß ich halt nicht, ob wir nachher AP brauchen oder ich auf Tank gehen soll. Das Herz ist der stärkste Muskel. Das ist jetzt mein Problem, weil momentan sehe ich nur 2 AD-ler. Die auch beide nicht unbedingt tanky sind. Ich glaube, ich lasse es dabei. Ich habe ja auf jeden Fall mit meiner Ulti hart CC und ich meine meine Passive auch. Und ich habe jetzt allein schon keinen Bock mehr Tank zu spielen, wenn ich sehe, Morgana Lee Sin und es fehlt noch ein ADC. Also muss ich wahrscheinlich beide Resistenzen bauen. Ich muss auf jeden Fall beide Resistenzen bauen. Wenn die Mitte nämlich jetzt sowas wie Zed pickt, sind wir richtig am Arsch. Oder Talon. Cassio ist in Ordnung. Cassio ist völlig in Ordnung. Was habe ich eigentlich für Ward Skins? Oh, ich habe viele. Vamporo Auge. Auge des Siegers der dritten Season. Meisterschaftsauge 2016, Spinnenauge, Leuchtauge, Optikverbesserungsauge, Auge der Elementare, Auge des Eroberers 2016, Sternwächterauge. Das hier war, glaube ich, für Team Season. Wenn man so und so viele Punkte hat, hat man den Skin bekommen. Ist die erste von 3 Varianten, meine ich. Oh, die haben so ein asoziales Team, wie ich finde. Oh, ich habe sogar einen Braum-Skin. Diesen hässlichen Wrestler-Skin. Na dann. Ihr kriegt jetzt gleich wieder leider ein Schwarzbild. Wegen Lausbeck. Dürftet ihr, glaube ich, gerade im Menü gesehen haben. Meine hätten es nämlich immer noch an. Obwohl ja schon der nächste Tag ist. Ich nehme es nicht am gleichen Tag auf wie die gestrige Folge, also wie die letzte Folge. Brauchen also, um dieses Problem zu lösen, anscheinend etwas länger. Das ist schon wieder nicht im Vollbild bei mir. Ich glaube, das liegt daran, wenn ich es in den Optionen ändere. Ich weiß aber nicht warum. Muss es also gleich nochmal kurz ändern im Game. Ihr dürft jetzt trotzdem gleich im Bild sehen, oder? Ja, da ist es für euch. Ich schaue da mal nach. Also. Bei mir im Team alle Gold, bis auf mir natürlich, ich bin unranked. Im Gegnerteam alle Gold, bis auf der Lee Sin, der ist Silber. In der letzten Season waren die MF und ich Platin, der Rest in meinem Team Gold. Seht ihr auch, wieso sage ich das eigentlich immer. Und im Gegnerteam alle Gold, bis auf die Orianna, die war Platin. Senpai, unlucky.
Der Durchschnitt ist Gold 4 mit 47 LP zu Gold 3 mit 61 LP für uns. Also wir sind theoretisch besser. Theoretisch. Von dem System her, der Durchschnittsberechnung. Das ist leider tatsächlich eine Morgana Bottom. Im verbannten Morgana Skin. War das nicht der Skin, wo man damals durch den Rock gucken konnte? Ich weiß es gar nicht. Also ich meine, es gab einen Leona Skin, wo man das konnte. Morgana Skin. Bei Morgana durch das Kleid. Ja, ich habe einen total scheiß Champion, wie ich finde. Aber gut. Werde versuchen, das Beste draus zu machen. Oh, ich habe ihn ja schon auf 50 gerade. Das heißt, ich kann 6er Marken sammeln in der Theorie. So. First but not least, Audio. Dann los. Zack. Das ist Standbild und weiter geht's. Reliktschilde. Reliktor-Schildo. So. Zack. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Interessante Mastery. Also Key Mastery. Normalerweise sehe ich MF immer nur mit Thunderlord. Dafür hat die Morgana Thunderlord dabei. Die Cool Guys. Also über dieses Match kann ich so gerade überhaupt nicht urteilen. Ich persönlich würde aber sagen, die Feinde sind im Vorteil. Ich bin auch überhaupt nicht gut mit Tanky Support. Ich mag Tanky Support nicht. Ich spiele lieber Full Support, also mit Shield und sowas. Und so gut wie kein Schaden. Oder AP-Support. Damit er den noch stunnen kann. Etwas weniger Schaden frisst. Ja, ich meine, das ist der Morgana-Skin, wo man das könnte. Oder? Ja, wenn ja, dann kann man es nicht mehr zumindest. Jetzt Maul da jetzt. Zack, jetzt nochmal eine Kopfnuss hinterher. Minion, du kannst nicht die richtige an, das richtige an. Ja, bumm. Wow. Als ob der getroffen hat. Was Blatt auf Top, das gefällt mir, aber der wird jetzt auch gleich sterben, leider. Dessen Jungler ist leider da. Puh. Ich werde in dem Part wahrscheinlich deutlich stiller sein als sonst. Gut, ich bin momentan sowieso nicht so gesprächig in den Dingern, weil ich mich ein bisschen konzentriere.
Das hat Wemorgana, oder? Leider hat meine MF jetzt kein Mana. Oh Gott. Jetzt habe ich es voll verpeilt. Entschuldigung. Er campt jetzt top oder was? Warum die Schlampe auch immer einen Doppelbuff hat. Ah, sie hat unseren Jungler getötet. Okay. Bis weiter nichts ist. Wow. Die Flash hinterher. Ich wollte gerade sagen, du hast doch noch Heal, oder? Sehr schön. Jetzt einfach nur noch entkommen. Die echt alle tanken? Gegner verfällt dem Blutrausch. 3-0 Lee. Ah, ich komme nicht rechtzeitig an, die ist weg. Das Match ist ja jetzt schon verloren, wenn ich mir das angucke. What the fuck, das miniert. Keine Zeit zum Sorgen machen. Sehr schön, jetzt hat noch zwei Minion mitgenommen. Ja, das war ja klar. What the heck? Ach, die Sin ist hier. Oder doch nicht? Ich hätte jetzt gedacht, weil die da gerade so schlecht ein Wort platziert haben, dass die Sin rüberspringen möchte. Aber anscheinend wurde sie echt einfach nur rüber wollen und hat das hart verkackt.
Wow. Ganz im Ernst, Cassio. Was tust du? Du folgst nicht, du pusht nichts. Nicht. Du stehst einfach beim Drake, mehr oder weniger. Ob du die kriegst? Ja, hast du dir selbst versaut, indem du den Drachen angegriffen hast. Und damit bist du auch tot. Oh, die Morgana hat's ja gekriegt. Lee ist da. Oh Gott, wo schießt du das Ding denn hin? Das Traurige ist ja, dass wir einfach Bottom dominieren. Wir dominieren es. Wo bin ich denn? Warum brauche ich denn so lange? Ja, hast du gut gemacht, Lee. Warum auch immer du da so Ewigkeiten in dem Busch campst. Komm einfach zu mir, danke. Ja, wir haben ja 2 Ultis raus, das heißt, wir können keinen Teamfight mehr machen. Brauchen wir aber unter Umständen auch gar nicht, wenn es so läuft. Sehr schön. Oh Gott! Wollte ich gar nicht. Ja, was wir machen, wir müssen jetzt Schinne machen hier. Schinne machen, genau. Tschüss. Noch was dafür? Oh, ich habe einfach kein Geld. Und ja, das kostet mich gerade an, dass ich absolut kein Geld habe. Gut, aber wir haben jetzt ein Objectives mehr als die. Das ist schon mal sehr praktisch. Ich brauche unbedingt Schuhe und Wards. Aber das Ding ist auch schon mal gut. Ding ist auch schon mal gut. Für die Ori, beziehungsweise einen der anderen, damit ich da ein Schild geben kann, bevor sie sterben. Hallo. Bom, Thunderlord. Ah, Thunderlord Morgana machen so viel Schaden, ey. Bin immer wieder beeindruckt. Schade.
Deiner Schlampe, ey. Ich hab leider die falsche exhaustet, das war auch ein dummer Fehler, ey. Will mich der Lee jetzt holen? Bist schon wieder hier? Nicht zu mir! Ich hab mir Bombe auf den Kopf und sie rennen gerade auf mich zu. Das ist eine echt gute Morgana. Schilde dich erst selbst und dann renn einfach weg. Verpiss dich. Also wie irgendeiner von denen hier unten immer Dauergast ist, mehr oder weniger. Das ist echt super. Echt 5er Boots gekauft, okay. Ernsthaft? Schon wieder alle unten mehr oder weniger, also einen Dauergast hier unten. Und wir kriegen nicht mal einen Kill, obwohl zwei Sachen so gut saßen. Das ist doch verarsche, ernsthaft. Piss dich. What? Sure.
Erstrüstung. Und sie kriegen den Tower. Dafür haben wir den nächsten Drachen auch noch bekommen, das ist sehr schön. Dass wir hier unten echt immer einen Dauergast haben. Wir können hier einfach nicht fighten ohne Dauergast. Der Wort bleibt hier nicht. Morgana ist wieder da. Tu es nicht, das ist Schwachsinn. Sobald wir da angreifen, ist irgendeiner von denen wieder hier. Die zwei sind top, aber die Oriana fehlt. Wow. Fuck it, ey. Dieses Kackschild. Ja, natürlich kommen die wieder. Wir sind hier unten am Fighten. Die kommen immer, wenn wir hier unten am Fighten sind. Du brauchst nicht mehr zu blinken. Alle hier. Good job, good job. Steh einfach useless im Busch. Ah, TP hat er auch noch über die. Jetzt, nachdem der Tower kaputt ist und die sich dann noch ein paar Kills gesteckt haben, dann kommt die auf einmal. Meine Fresse, ey. Wir haben jetzt alle Tier 1 Tower. Super. Was mit den Drachen? Sind wir gerade hardcore behind. Wir sind wieder zu dritt hier. Ach so, vier, Entschuldigung. Vergessen, dass er ja auch noch hier ist. Ah, hallo. Good job, Team. Einer im Jungle, zwei im Jungle. Einer nur im Top pushen.
Ja, das war der T2 Tower. Schön am weiter Jungle, ganz wichtig. Es werden zwei Lanes von uns gepusht. Du bist echt useful. Das war der zweite T2 Tower. Verpiss dich, Arschloch. Bastard, Alter, ey. Ich bin vielleicht momentan so ein bisschen aggressiv. Eines. Auto-Attack ihn! Mein Gott! Zwei Autos-Attacks und ich wäre am Leben! Einer tot? Oh wow. Ihr könnt echt nicht noch mehr machen, ne? Wow. Alle Ultis und dann auch noch schön Dings reingepfeffert. Ja, gut Job. Der Kitty der Legion ist so sinnlos geworden, ne? Ja, läuft auf jeden Fall. Nicht gut, aber es läuft.
Eine gute Nacht. Gute Nacht. Man hat zwar gesehen, dass die da langlaufen, aber hey. Ulti geploppt. Okay, das können wir nicht verteidigen. Das heißt, damit fällt der Inhibitor. Davon aus, dass den Inhibitor zu bekommen ziemlich schwierig wird, wenn nicht gar unmöglich. Na, wenn wir uns jetzt beeilen, kriegen wir ihn. Mehr kriegen wir hier nicht. Ist einfach noch ein Wort da platziert. Schlampe. Keine Wards mehr, das wisst ihr aber, ne? So, jetzt müssen wir es beenden. Sonst haben wir echt Hardcore-Probleme. Was soll ich mir jetzt noch? CC-Wort. Oder? Na komm, wieso nicht? Schade, sie haben es nicht ohne einen Verlust geschafft. Wow. Dead Flash.
Sehr schön. Boah, wir gewinnen es anscheinend echt, ey. Wow. Obwohl, den Tag nicht vom Abend loben. Da leben noch zwei miese Feinde. Ich denke den Tower weiter. Boah, wir haben es echt geschafft, ey. Ich krieg zu viel. Report Jungle Sub. Natürlich reporte ich die beiden, die am meisten von euch gemacht haben. Of course. Wie gesagt, der Client hat sich jetzt gerade erst wieder geschaltet. Darum seht ihr gerade ein Laden SL. Ich muss zugeben, ich hätte nach dem Start und nach den 2-3 Throws von meinem Team nicht gedacht, dass wir dieses Spiel noch gewinnen. Ein Spiel fehlt noch, dann wäre ich endlich eingewankt. Dann werde ich endlich eingewankt. Nice Camp. Ja. Ja, das stimmt allerdings. Der Lia top eine Zeit lang gecampt und dann waren sie so fast immer auf Bottom, wenn wir irgendwas reißen wollten. Z-Flame. So, was habe ich denn? Ah, plus, schade. Hätte ich eine Marke bekommen. Schauen wir doch mal, wie sieht es mit dem Schaden aus? 22k, geht doch. What the fuck? Nur weil du mehr hast oder was? Das lag aber auch nur daran, dass man dich nur sehr schlecht platt gekriegt hat. Ich meine, gut, im Vergleich zu MF ist das nichts. Das stimmt schon. Er hat auch auf Full Tank gespielt. Das ist echt erstaunlich, dass er so viel mehr Schaden gemacht hat. Boah, ey, ich hasse es, Tanky Supporter zu spielen. Aber an euch, ich danke euch fürs dabei sein, auch wenn es gerade ein etwas aggressiveres Spiel schon war von meiner Seite aus. Wir haben es überlebt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.